Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier. Ich bin's wieder, der Neverguest. Und ich hab mal was anderes mit euch vor. Und zwar dachte ich mir, ich mach mal eine Let's Guide-Reihe zu Cube World Alpha. Einfach aus dem Grund, da Cube World ja an sich kaum bekannt ist. Das genau wie ich. Und ich im Moment einfach ein bisschen Zeit habe und da dachte ich mir, das Spiel ist doch an sich so kaum bekannt und ich sehe immer wieder so ganz viele Fragen. Ich selbst habe mich immer gefragt, wie macht man das und das? Vor allen Dingen verzauberungstechnisch und so ist das ja noch ein bisschen ungeklärt alles. Man könnte natürlich im Wiki nachgucken, aber zum Beispiel, wenn man was Platinum und sowas angeht, das ist nicht klar erklärt im Wiki. Und da dachte ich mir, mache ich einfach mal so eine Reihe mit, ich habe jetzt so ungefähr 15 verschiedene Punkte rausgesucht und dann kommt jeden Tag jetzt ein neues Special zu Cube World heraus. Wir beginnen heute einfach mal mit der Geschichte, also nicht der Geschichte von Cube World, sondern einfach mit dem Besonderen von Cube World. Es handelt sich bei Cube World, ja tatsächlich, wie könnte man es ahnen, um eine Mischung zwischen Diablo, Zelda und Minecraft. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott. Das sind ungefähr, das sind so die Inspiratoren dieses Games. Und rausgekommen ist dabei ein Action-Roleplay-Game. Und das ist zwar momentan nur für den PC erhältlich, soweit ich weiß. Und befindet sich, wie man hier oben sehen kann, in der Alpha-Phase. Dieses Spiel wurde im Juni 2011 von Picroma gegründet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Man könnte auch sagen Picroma oder sowas, keine Ahnung. Soweit ich weiß, ist das von zwei Leuten. Einem Mann und seiner Frau, die dann später dazugekommen ist. Das Spiel verfügt über einen Offline-Modus, in dem man sich 5 Milliarden verschiedene Skins machen kann und jeder von denen kann in 5 Milliarden verschiedene Biomen rennen, in 5 Milliarden Welten und 5 Milliarden... Also es ist auf jeden Fall ein unendlich großes... Ja, man kann immer wieder was Neues entdecken, sag mal so. Das Spiel kostet 15 Euro und darum würde ich sagen... Die sind absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ich habe ja jetzt meine persönliche Meinung zu dem Spiel. Es ist absolut genial, sonst würde ich diese Tests hier nicht machen, wenn es mir nicht so sehr gefallen würde. Ich bin's total am Suchten, bin mittlerweile schon Level 50 mit einem Charakter und... Hut ab, Hut ab. Ja, okay, dann wird's ab morgen dann losgehen mit den... Vielleicht mache ich auch pro Tag 2, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Auf jeden Fall, das war's erstmal für heute, das oder für dieses Dings... Erstmal das Grundlegende zu Cube World und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Biomon Multiplayer. Na dann, bis zum nächsten Mal. Da habe ich irgendwas getauscht, nein, Biomon Multiplayer ist falsch. Moment. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.